Leute, wir sind zurück. Final Fantasy X-2 mit mir am Start ist der liebe Spongy. Moinsen an alle. Und so, ich muss... Mal. Spongy, mach du erstmal. Ja, das letzte Mal mächtig viel Geld gescheffelt. Und ja, haben noch so Sachen am Funguspass noch gemacht. Bisschen Unkraut gejätet und... Ja, und Geheimnisse erfahren. Und so weiter. Geheimnisse erfahren. Mhm. Ich muss mich nochmal korrigieren. Bei Oaka können wir Geld nicht verdienen bis Ende Kapitel 3, sondern bis wir in Kapitel 3 das erste Mal den Makalania-Wald betreten. Das heißt, wenn wir den in Kapitel 3 das erste Mal betreten, könnt ihr kein Geld mehr bei ihm verdienen. Dann ist das Thema gegessen. Also holt euch so viel Geld, wie ihr braucht. Sollt mal genau davor die Gelegenheit am Schopf packen. So sieht's aus. Gut, als nächstes gehen wir aber tatsächlich jetzt in Kapitel 2 noch in den Makalania-Wald. So, dann wollen wir mal. Ein paar Pilze pflücken. So sieht's aus. Ein paar Pilze pflücken, irgendwas anderes machen. Wir sollen irgendwie mit dem Hypello im Norden sprechen, um eine Mission zu starten. Das werden wir tun. Also hier, jemand, das ist das mit Musikmacher gesucht. Genau. Die Musikanten finden. Musikmacher gesucht. Die hatten wir doch erst gehabt. Richtig, bei uns auf dem Schiff. Toblis Angestellter, ein Hypello, findet nicht die Leute, die er sucht. Sollen wir ihm helfen? Ja, auf jeden Fall. Der hat so die Zorro-Orientierung. So ein bisschen, ne? Jetzt müssen wir... Ich meine, wie will man sich denn hier verlaufen überhaupt? Jetzt müssen wir tatsächlich nach Norden. Ach, da ist er doch schon. Der ist hier lost, ja klar. Hamomedan-san, Otsukare-san. Na bitte. Ah, Tobri-san toko no. Onegai, kiite kurenai? Nani o sasetai nda? Oyakata, o matsuri hiraku yo. Utatte, odotte, o sawagi? Mit viel und. Hätte nicht sagen müssen, wo sie nur sein könnten? Ja, irgendwie so, ne? Ja, warum nicht? Arigato ne. Mitsukete otegami watasu yo. Oh nein, jetzt geht's los mit dem blauen Schmetterling, Alter. Oh nein. Auf die euch suchen wir uns heim? Ja, irgendwo jetzt, wenn wir weitergehen, sollen blaue Schmetterlinge kommen. Ja, wir müssen erstmal die Musikanten finden, wie ich das hier verstehe. Ja, so sieht's aus, leider. Also die Musikanten haben wir ja schon gefunden. Die sind ja, Ach, scheiße, ich hab ja gar nicht... Oh, kacke. Ich lese mal vor. Bei der Spheroidquelle sprechen sie im hinteren Winkel Berei an, um die Mission zu starten und nach Donga und Hukutak zu suchen. Berei erzählt, dass die Seelen seiner Freunde als Schmetterlinge durch den Wald ziehen. Diese sollten sie suchen. Neben den beiden Musikern sind insgesamt 3 Kinder zu finden. Genau. In jedem Kreis aus blauen Schmetterlingen, um jedes Kind erscheinen zu lassen. Angefangen mit dem an der Spheroidquelle. Es ist zum Lösen der Mission nicht zwingend erforderlich, aber sie erhalten so in Kapitel 3 noch eine weitere Kostümpalette. Und die Kinder sind sowieso so niedlich, um sie zu ignorieren. Aha. So sieht's aus. Wir müssen diese Mission noch leider machen. Ja, alles für Vorteilchen. So sieht's aus. Also erstmal zur Quelle. Ja, immer so. Dieser Fernseher, der sich automatisch ausschalten will. Das heißt, wir dürfen jetzt den ganzen Weg dahin laufen, ne? Oh, das heißt, wir gehen auf dem Kristallweg. Das geht viel schneller. Meine ich. Oh, oh. Die sind stark. Haben sie die Gegner mal geupdatet anscheinend? So ein bisschen. Die sind tatsächlich mal strong. Das ist eben Kapitel 2. So, einmal healen bitte. Yuna, Heal Potion. Danke. Davon haben wir eh 99 Stück und wir können uns mal wieder eindecken. Also, was soll's. Jetzt können wir nicht mehr verlieren. Also jetzt im Moment auf jeden Fall nicht mehr, nein. Solange wir nicht über 3000 Leben haben oder sowas, ist das egal. Außer der tötet uns jetzt tatsächlich. Aber ich glaube eher nicht. Das schafft er nicht mehr. So, jetzt ist eh zu spät. Ja, das war's. Easy. Entenpack. Was für ein Schlag. Gut gemacht, Yuna. Entenpack, Alter. Sehr gut. Ich habe ja immer gedacht, Entenpack kommt von Rico, aber ja. Yuna weiß doch zu überraschen. Ja, so sieht es leider aus. Ne? Manchmal kann sie mehr Rico sein als Rico selber. Das ist schon traurig. Ja. Oh, Chocobo! Zeit für ein bisschen Kraut. Komm, wir brauchen ein bisschen Gras, Alter. Da.
Gib das mal dem Schokobuch. Leckeres Gras, das nach Gizar schmeckt. Jetzt müssen wir den halt tatsächlich auch relativ schnell... Der Schokobus ist erstmal satt und zufrieden. Praktisch das ähnliche System, wie man in FF7 Schokobus gefangen hat. So sieht's aus. Nur ohne den Part mit dem Reit. Den wir schwer fahren müssen. Ja, eben. So, jetzt müssen wir ihm noch einmal Gizarkraut zuwerfen und dann gehört er uns. Den stellen wir uns in unseren Stall. So sieht's aus. Damit haben wir ihn. Nice. Ist aber ein bisschen schade, dass das Schiff nicht so eine Art Stall zum Besuchen hat. Da könnte man alle Chocobos dann sehen. Tja, das haben wir dafür bei Klasko in der stillen Ebene, aber da dürfen wir halt leider auch immer wieder hinlaufen, glaube ich. Ach ja, stimmt, das ist unser Stall und wir beamen die einfach dahin. Ja, so sieht's aus. So. Ja. Das heißt, zuerst jetzt müssen wir zu dieser bekackten Quelle laufen, ne? So, ist hier sonst noch irgendwas, was wir brauchen? Warte mal, da muss ich die andere Map aufschlagen. Eine Truhe! Die Karte war ja... Silberreif! Ah, gut. Verpassbar sind die ja jetzt auch nicht unbedingt, also... Ja, da sagst du was. Ich meine, die sollte man sehen. Ja, außer man heißt Tidus, der ist ja nicht da. Ja, klar. Der schwimmt wahrscheinlich immer noch gerade in seinem endlosen Meer. Oder er sucht seine Blitzballbombe. Ja. Traurig. Naja, genug. Deswegen, ja, Meer und Blitzball, passt ja. Ja, eben. So, irgendwo hier, mit irgendjemandem sollen wir hier reden, ne? An der Quelle. Ach, mit dem da hinten wahrscheinlich, ne? Mit dem da hinten wahrscheinlich, ne? Ja, der gehört zu den Musikern. Erinnert an diesen Musiker aus Breath of the Wild. War auch ein Vogeltypi. Ja, danke, Berei, danke. Die sind bei uns auf dem Schiff. Oh, jetzt kommt die Schmetterlingsquest, ne? War ja nicht schon genug in FF10. Wir brauchen noch mehr Schmetterlinge. Noch mehr. Geil, Alter. Ich kack ab, ne? So, ich leite dich mal weiter an. Finde Donga und Puktak, die irgendwo im Wald sind. Sie sind als Schmetterlinge unterwegs, betrete den Schmetterlingskreis, damit sie sich zurückverwandeln. Finde Donga und Puktak. Also ist Schmetterling jetzt hier ein neuer Zustand, der es nur nicht ins Kampfsystem geschafft hat? Ja, wahrscheinlich. Ach, hier ist einer der Kreise. Lustigerweise, das Buch hat Puktaks Namen als Pukutak geschrieben. Sehr gut. Gutes Lösungsbuch. Ach, da war der schon. Was denn, was denn? Habt ihr mich erschreckt? Das müsste Puktak gewesen sein, oder? Puktak. Ja, Donga hält sich im mittleren Teil auf der Kreuzung nahe der Schatzküste. Als Schmetterling Schwarm getarnt. Ach, das sind die... Warum ist der so klein? Das sind die Falschen, ne? Aber die müssen wir betreten. Was ist los? Sowas Schwieriges kapiere ich nicht. Okay, die mussten wir aber sowieso betreten, also von daher ist das nicht weiter wild. Also dann erst Donga, mittleren Teil, auf der Kreuzung nahe der Schatzküste, als Schmetterlingsschwarm. Ja, wo ist jetzt der mittlere Teil? Gut gemacht, wo ist denn der mittlere Teil? Wenn ihr nach Süden geht, betretet ihr zunächst nicht den Kristallpfad, sondern geht in den nördlichen Bereich. Warte mal, mittlerer Teil. Ja, guck mal. Der mittlere Teil ist der nach dem südlichen Teil kommt, da wo der Speicherpunkt ist. Also ja, schnurgerader Fahrt. Und da gibt es mal eine Schatzkiste. Das heißt wahrscheinlich hier, ne? Jo. Hier irgendwo. Da oben ist er, ich sehe ihn. Ja. Da müssen wir hin. Kleines Schmetterlingchen. Naja, zum Glück ist es eine sehr abgespeckte Version vom Schmetterling-Minigame. Ja, zum Glück. Das ist sehr nervig. Das ist trotz richtig für den Arsch. Mag ich nicht. So, da ist er. Muss ich ihn nur noch betreten?
Aber wie? Danke, Frühstück ist fertig. Oh, hier zeigt sich wieder mal. Ach so, ich muss da durchspringen, okay. Der sieht aber immer noch klein aus. Ja, was gibt es? Wo drückt es? Ja, nirgendwo. Wir. Und er verschwindet. Da war wohl zur selben Zeit auch im Wichtzustand, wa? Ja, wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir wieder zurück und wir können den Kristallpfad nehmen. Pukotak befindet sich in der gleichen Verkleidung bei der Spheroidquelle. Gut, den hat man schon. Genau. Nach dem Aufspüren Pukotaks sind sie wieder an der Spheroidquelle. Das zweite Kind ist wenige Schritte links von ihnen zu finden. Okay, also wenige Schritte links. Ja. Gut. Da ist der Schmetter. Hier gibt's auch und Gegner. Und da ist ein Kampf. Oh nein. Das ist doch die Spero-Masse. Ja. Oh nee, das wird war ja mal ein Boss gewesen in der 15. Das wird ja richtig furchtbar. Ob die immer noch ihr Element hier ändern kann? Ja, leider hat sie. Wir machen keinen Schaden. So ein riesiges Wabbelding. Das Wabbeli-Schwabbeli. Boah, das macht ja sogar Schaden. Wir machen. Wollen wir nicht lieber fliehen? Ich weiß nicht. Wir machen gar nichts, Alter, ne? Aber das Ding macht bei uns Schaden, und zwar gewaltig. Wow, ja, ich sehe es gerade. Oh, shit. Boah, Sivo, die stärkste Attacke bis jetzt. Oh, Scheiße, Alter. Ich bin weg, tschüssi. Ach, du Kacke, Alter. Ja, das sind so diese Difficult Encounter, die manchmal auftauchen, die ein bisschen zu hart sind, aber ja. Na, so sieht's aus. Das war ja eklig. So, hier haben wir den nächsten Schmetterlingskreis. Das ist der große Donga. Richtig. Na? Nanda Bär. Ja, das war wohl der echte. Das ist der echte. Jetzt brauchen wir nur noch Puktak. Und diesmal bleibt im Schiff, bevor er wieder Dummheiten macht. Ah, ich weiß, wo wir Puktak finden. Na, hieß, das zweite Kind soll auch links vom ersten gewesen sein. Wir müssen zu diesem See, der ist da irgendwo. Da, wo Yuna und Titus sich leidenschaftlich gekisst haben. Aber das zweite Kind hattest du bei der Quelle schon gehabt. Ja. Gut. Das heißt, die sind irgendwo hier. Puktak findet ihr am Spheroidensee, südlich. Wahrscheinlich hier irgendwo. Warte mal, da geht's nach Beville? Ja, das war falsch. Das ist Beville. Genau, das war falsch. Hier. Aber laut Buch soll es sich in Nord aufhalten, das dritte Kind. Da ist er. Das Buch liegt falsch. Oh, das war ein anderes gemeint. Oh, das war ein anderes gemeint, ja. Puh, Bahnhof. Müssen wir jetzt wieder zurücklatschen? Das wäre echt uncool. Ja, wir müssen wieder... Oh, ach nee, wir sind wieder da. Okay, nice, cool. Oh, wie praktisch. Wenn ihr wieder bei Barei seid, sprecht mit ihm. Kehrt ihr doch nicht auf die Celsius zurück. Okay. Nakama ni izun wa nai yo da. Ja, danke, laber uns jetzt nicht zu. Wir wollen weitermachen. Wir wollen noch ein bisschen was in diesem Part schaffen. Meinen damit ihre eigenen Völker, von denen es nicht mehr viel zu geben scheint? Anscheinend, ne? Ich meine, wie oft trifft man von diesen Gesellen? Wenig. Ja, eben. Ah, die sterben sowieso, weil die Astra nicht mehr existieren. Das, was sie gerade gesagt haben. Wie meinen die jetzt sich, oder? Ja, die sterben, weil die leben auch nur durch die Astra. Wir haben Hastring gekriegt. Nice. Okay, also tun sich die Furries damit erklären. Interessant. Richtig, und wir müssen aber noch nicht zum Flugschiff zurück. Wir müssen jetzt erst zu dem Hupello gehen und uns unsere Belohnung abholen. Aber weshalb sind sie dann noch da? Ja, das sind wohl die letzten Überbleibsel ihrer Zivilisation oder ihrer Rasse, keine Ahnung. Und die blicken ihrem Tod ins Auge. Leider. Ja, natürlich dann noch ein letztes Liedchen noch spielen, wenn schon dann mit einem Bang dahin gehen. Richtig, mit einem Knall geht man dann dahin, ne? Schade eigentlich, ist Vorteil. Schade eigentlich, dass in der Final Fantasy X-Welt so vieles an den Astra hängt.
Der Wald existiert nur durch die Astra. Die ganzen Tempel sind alle nur noch Touristenattraktionen, weil keine Astra mehr existiert. Das ist schon echt traurig. Ja, als ob die alle nur Bestias sind oder... im Grunde sind die dasselbe wie Tidus in gewisser Weise. Auch nur Träume, die irgendwann verblassen. Ja, genau das. So, dann reden wir mit dem Lappen hier. Abschiedsdrohung haben wir gekriegt. Was ist das für eine Kostümpalette? Dann sind da wohl die Ronsos die Außenseiter. Das wo einzig animalische Volk, was keine Astra sind. Ach du Scheiße, guck mal, was du da bekommst. Todesschlag, Urteilsschutz und Todesschutz. Ich glaube, das würde zu Pain ganz gut passen. Ich denke auch, ja. So, jetzt können wir zur Celsius zurück. So, und jetzt geht es... Mal das Thermostat ein bisschen verdrehen. Jetzt wird es krass. Wir gehen zu den Xenakent-Ruinen. Oh yeah, nach Xenakent. Ist ja Ewigkeit, wo wir das letzte Mal waren. Ja, eben. Keine Mission. Einst war Xenakent Ziel der Media. Doch auch dieser Ort, der in die Geschichte Spiras einging, ist ein Touristenort geworden. Ja, ach was traurig. Oh. Gut, wir landen mal. Ja, für Yuna zumindest. So, was müssen wir hier machen? Das wird jetzt sehr interessant. Und das Lagerfeuer brennt immer noch. So sieht's aus. Und wir müssen tatsächlich dem Weg folgen, bis wir Issa treffen. Dann mal los. Okyak-san, ippai da ne? Arme Yuna. Hey, das sieht aus wie vorher. Ein bisschen, ne? Ist doch gar nichts passiert. So, bis wir Issa treffen, sollen wir dem Weg jetzt folgen. Dann machen wir das doch. Nee, eigentlich nicht. Geben Sie ab hier Acht. Nicht nur auf Monster, sondern auch auf Affen. Ja. Gut, das mache ich. Ach, den Weg folgen, ne? Jo. Wir sollen auf Affen aufpassen. Oh Mann, Alter, was? Ja, es waren ja solche üblen Gegner, ne? Ja. Die Affensuche war schlimm. Oh, wir treffen keine Gegner. Wir können perfektes Timing. Warum halte ich nicht einfach die Schnauze, Alter? Oh, da wir ziehen ein Anti-Säbern-Kreis in den Sand. Ja, genau. Aber dann darfst du nicht vergessen, du musst doch deine Anti-Rhinoceros-Unterhose anhaben. Na klar. Aber wenn die fehlt, ist halt auch vorbei. Es muss ja erstmal selber auftauchen, damit das Sirenozos angelockt wird. Ja, das stimmt wohl. Wenn wir den Seebärenkreis haben, dann kommt das ja zum Glück nicht. Ja, und wie SpongeBob hätte gezeigt haben, man kann den Kreis mitnehmen. Ja. Einfach hochheben. Einfach hochheben. Richtig. So, wo ist. Ach, da ist Issa. Da müssen wir hin. Und hier ist eine Truhe. Die ist bestimmt leer, ne? Nee. Nice. Mal nicht leer. Und ein Affe. Nein! Oh, es ist Ignis. Ignis lange vor FF15, ne? Hier hat er seinen ersten Auftritt gehabt als kleiner schwänziger Affe, ne? Ja, und er zockt uns nur 2 Geld ab, also ist mir das egal. Das ist mal die größte Entwicklung, die überhaupt mal jemand haben konnte. Das war mal so ein kleines Äffchen und jetzt dann wird er zum Koch später, ne? Ja, wohl wahr. Da ist Isaac, reden wir mit dem. Ja, Kimitachi. Shigoto wa? Die Arbeit im Rumstehen. Ja, im Rumstehen und gar nichts tun. Das ist echt anstrengend, kann ich mir vorstellen. War das gerade ein Affe? Ja, ich weiß, sind doch alles Affen hier. Ja. Ja, mein Buch fällt um. Das sind Affen, was will man erwarten? Ja, eben. Ja, natürlich, die zocken den Leuten ja das Geld aus der Tasche. Au, möchtest du? Auf geheimer Mission.
Für die Affen ist die Paarungszeit angebrochen. Finde den richtigen Partner für jeden Affen. Vielleicht passiert was Gutes. Na, bestimmt noch mehr Affen. Hinweis, achte auf die Namen der Affen. Die sind im Buch gekennzeichnet. Sehr gut. Also, Nummer 1 wäre der Lapis, der muss zum Lazuli. Ja, das, wir haben eine gute Anleitung hierfür. Ich glaube, wir fangen vom Gebiet der Astra an, weil wir müssen den ganzen Weg sowieso zurücklatschen, glaube ich. Oh, okay. Ja. Wir hatten ja... Oh, das wird so furchtbar, ne? Weil es ist wieder so eine Affenquest, ne? Oh. Oh. Wir hatten bis jetzt Ignis und Arius, aber die gehören nicht zusammen. Ignis muss mit Aquaria zusammen und Arius mit Opera. Okay. So, wir müssen ins Gebiet der Astra, steht hier. Den oberen beiden Affen in der rechten unteren Ecke. Hä? Ein paar sind aber auch komisch. Mephisto und Angela. So, ist oder das Löwenzahn das und ist Orchidea. Das Lol, ist das das Gebiet der Astra hier? Ich meine ja, ne? Ja, Gebiet ja. Aber ich glaube, es ist nach der Kammer. Nee, müsste davor sein. Genau, das ist... Die Astra-Kammer kommt ein weiter. Alter, hier gibt's... Da ist auch ein Öffchen. Siehst du den? Genau. Jetzt müssen wir hier, so wie ich das lese, die oberen der beiden Affen in der rechten unteren Ecke ansprechen. Rechten unteren Ecke. Ja. Da ist einer. Den hier wahrscheinlich. Lenzing. Lenzing. Warte mal, Lenzing gehört zu Jule. Jule müsste dann hier sein, ne? Nee, das ist... Pöme. Pöme. In der rechten unteren Ecke. Aber da sind doch gar keine Affen. Hier ist mittig noch einer. Lenzing. Ist das der hier? Nee, das ist Mephisto. Das ist Sun Sun. Und das ist Yin. Ja, wo ist denn dann überhaupt, warte mal, die Jule? Wie soll man die von da, wo es ist, hierher bringen? Vielleicht ist das dann doch nicht das Gebiet der Astra. Vielleicht ist das ja hier. Opera sieht unzufrieden aus. Orchidea. Salamander. Zu wem gehört Orchidea? Wie können wir die überhaupt mitnehmen? Das ist eine gute Frage, ne? Orchidea gehört zu Löwenzahn. Wo ist ein Löwenzahn? Ja, jetzt ist die Frage, wie können wir die mitnehmen? Ach, warte mal, ich schau mal. Ah, ich verstehe. Wir müssen zuerst da, wo wir gegen den Boss gekämpft haben, hin. Wo haben wir denn gegen den Boss gekämpft? Ja, ganz weit hinten. Und genau, hier. Hier ist das Herz. Lapis ist verliebt. Mitnehmen. Ach so, wir müssen das der Reihe nach machen. Dann zu Lazuli. Wo ist Lazuli? Oh, richtig schön gepackt. Jetzt ich denke mal, es wird einer von denen sein. Probier mal aus. Ach nee, warte. Findet ihr einen Affen mit einem Herz überkämpft, den ihr mitnehmen müsst? Lauft zum Gebiet Astra und sprecht mit den oberen der beiden Affen in der rechten unteren Ecke. Aber Lazuli war doch gar nicht. Wer passt zu Lapis? Hast du den Lazuli. Namen? Lazuli. Ja, aber wo ist Lazuli? Das ist nicht Lazuli. Mit dem Quadratsymbol 1 gekennzeichnet ist. Sind wir überhaupt im richtigen Gebiet dann? Sobald, warte mal. Drücken Sie X, um das Tier aufzunehmen und tragen Sie es zu dem Affen, der mit dem Quadratsymbol 1 gekennzeichnet ist. Sobald Sie das Tier mit X absetzen, haben Sie das erste Liebespaar zusammengeführt. Die verbleibenden 11 Paare bringen Sie auf dieselbe Weise zusammen. Siehe Tabelle. Das so, ist ja. So durchnummeriert, da steht Affensymbol, also Herzsymbol Affen ist der Lapis und Quadratsymbol Affen ist der Lazuli. Genau, und wo ist die Lazuli? Auf welcher Map? Muss ein Quadratsymbol haben. Aber das wird... Karten, Legenden, Seite 65. Genau, das wird bei mir ja gar nicht angezeigt. Ich glaube, bei mir auch nicht so... Ich glaube, man muss so untersuchen, ob sie das Quadratsymbol haben, schätze ich. Wahrscheinlich hier, ne? Lazuli hat sich in Lapis verliebt. Ach, so einfach gefunden? Ja, das war hier. Wo war jetzt das Quadratsymbol? Nirgendwo. Das ist auf der Map hier bei mir im Spiel nicht gekennzeichnet. Ja, moin.
Lauf wieder nach Norden, um den nächsten Affen einzusacken. Da ist er. Lenz. Ich verstehe gar nichts mehr. Lenzing. Wo gehört Lenzing hin? Zu Jule. Lauf wieder nach Norden. Den Partner findet ihr in der rechten Kammer der Prüfung. In der rechten. Okay, also ganz weit weg. In der rechten Kammer der Prüfung. Das ist die erste. Die eine war rechts, die andere links. Genau. Das heißt, wir müssen hoch und dann nach rechts wieder. Ah, ne? Oh nee, ich hab Quatsch gesagt. Hier habe ich eine Karte, die ich übersehen habe. Okay. Ja, moin. Das ist ja durchnummeriert. So, jetzt bin ich in der ersten Kammer. Das ist dann dieser Affe da, ne? Der da rumsitzt. Ja, ist er. Gut. Das ist die Jule. Jule hat sich in Lenzing verliebt. Gut, jetzt wo ich das gecheckt habe, kann ich dir besser helfen. Alles Als klar. Als nächstes brauchen wir Ignis. Ignis war am Flur. Okay, Ignis haben wir ja schon getroffen. Der hat uns ziemlich viel Geld abgezockt. Der untere Affe im Flur. Und den müssen wir dann bringen zu Jonalaskas Reich. Ich hasse es. Schon zwei Affenquests in diesem Spiel, ne? Also hier. Ignis ist verliebt. Also Ignis jetzt bis nach Jonaleska bringen, ne? Kann man sagen mit Prädikat Banane. Ja. Jetzt nur noch das Wii U Tablet als Controller anschließen und unten auf dem Bildschirm dann eine Banane einblenden. Echt richtig Banane, diese Quest. So. Ja, den Ignis bringen wir zu Aquaria. Okay. Das heißt, wir müssen bis nach Jonaleska zurückrennen. Oh, Leute, das ist ja so richtig scheiße, ne? Oh. Square Enix und ihre scheiß Nebenquests, Alter. Das ist halt richtige Fetch-Quest-Scheiße. Wenn wir dabei nur Bananen fetchen würden, aber wir kriegen davon dann nichts ab. Ja, eben. Wir dürfen weiter hungern. So, das heißt, das müsste der... Welcher von den Affen ist das? Der obere oder untere? Rechts unten. Okay, das ist der hier. Aquaria hat sich in Ignis verliebt. So, welcher Affe ist als nächstes? Als nächstes Pöme. Den müssen wir zu Odius bringen. Warte mal, Pöme war in der großen Halle rechts. Und Odius war bei der Prüfung in der linken Halle rechts unten. Okay, das heißt jetzt erstmal Pöme. Den müssen wir jetzt mitnehmen. Zum Odius. So, Odius ist nicht in der Astra-Kammer, ne? Nee, in der Prüfungskammer. Die linke auf der rechten unteren Seite. Okay, dann sind wir ja gleich schon da. Der rechten unteren Seite ist hier. Odeus hat sich in Pöme verliebt. Wie wär's mit der Kiste? Genau, die nehmen wir auch mit. Lichtschleier. So, jetzt, welcher Affe ist als nächstes? Dann ist das der da hinten. Als nächstes dran, ne? Mango. No, Mango. Warte mal. Mango. Mango wäre in der Prüfungshalle. Ah ja. Und Mango bringen wir zu Olivia. Und Olivia haben wir in Jonaleskas Reich. Rechts oben. Okay, dann auf wieder nach Jonaleska. Leute, macht euch keine Sorgen. Wir beenden diese furchtbare Quest in diesem Part noch. Das ist da rauf und runter Fahrstuhl. Ja, eben. Und jetzt dürfen wir scheiß Affen Scheiße dahin tragen, damit sie die Scheiße ineinander verlieben. Oh, da habe ich richtig Lust drauf. Das macht so viel Spaß. Wirklich. Ich kann mir nichts Spaßigeres vorstellen als das. Dann ist das der hier oben, ne? Olivia hat sich in Mango verliebt. Gut. Okay, als nächstes haben wir Ying. Man kann sich denken, der kommt zu Yang. Richtig. Ying oder ist, die wahrscheinlich. Ying ist hier. Große Halle, links unten. Und Yang, warte mal. Yang. Ja, wo ist denn Yang? Prüfung. Okay. Linke Halle. Oben. Gut, dann ist das ja auch der wieder auf den Rauf- und Runterfahrstuhl. Und links oben. Das müsste dann er hier sein. Wahrscheinlich. Nee, oben. Oben. Ganz oben? Müsste eigentlich ganz oben sein. Okay. Ja, mittig. Ganz oben mittig. Yang hat sich in Yin verliebt, genau. Wir haben das Yin und Yang zusammengebracht, aber der hätte eigentlich ein Affe dann schwarz sein müssen. So sieht's aus. So, der nächste Affe ist wo? Ist Opera. Opera muss zu Arius. Okay. Wo ist... Arius hat man ja im Flur gehabt. Und warte mal, Opera ist in Astra-Kammer. In der Astra-Kammer. Dann müssen wir Opera wahrscheinlich mitnehmen und dann zu Arius bringen. Rechts oben. Okay. Ja, da ist Opera auch. Opera ist hier. So,
So, und dann die Opera. In den langen Gang bringen wir jetzt Opera hin. Zu ihrem Angebeteten. Arius. So sieht's aus. Oh, scheiße, Alter. So, dann auf in den langen Gang. Zum Glück liegt da nichts dann auf dem Weg. Das müsste hier sein, ne? Der hier ganz oben am Eingang, ne? Ja, ja. Gut. Nein, das war Moline. Okay, Moline ist es nicht. Ach, da war noch eine. Ah, hier. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Oh, scheiße. Undine war das hier. Nee, warte hier. Mal. Rechts unten. Der oberste. Rechts unten, okay. Da müsste es er hier. Ja, nee, er hier. Nee, doch, doch, der obere. Der obere. Wir sind erst bei 7. Gut. Arius hat sich in Opera verliebt. Gut. Ja, gut. Jetzt werde ich mal ein bisschen besser navigieren. Gut, der nächste ist Löwenzahn, auch bekannt als Peter Lustig. Den haben wir in der Prüfungshalle auf der linken Seite. Okay, dann... Oh, wieder zur Prüfungshalle rennen. Okay. So, dann auf... Normalerweise müsste der Part schon zu Ende sein. Wir machen diese Scheiße jetzt aber hier noch fertig, Alter. Damit wir eben die Affen hinter uns haben. So sieht's aus. Dann sind wir mit den Affen-Minispielen nämlich durch. So, das müsste er hier sein. Löwenzahn. Und dann musst du nur runterfahren und in der Astralkammer hast du den ersten von rechts. Dann ist dann die gute Orchidea. Sehr schön. Und wisst ihr, der Löwenzahn schnuppert gern mal an der Orchidea. Mhm. So, das müsste dann gleich auf der rechten Seite sein. Hier, ne? Ja, rechts. Orchidea hat sich in Löwenzahn verliebt. Gut. Und der nächste? Als nächstes kommt Mephisto. Den haben wir in der großen Halle. Links oben. In der großen Halle, links oben. Und den oben. Mephisto müssen wir zu Angela bringen. Angela ist wo? Ja, warte mal. Angela ist im Flur. Okay, unten rechts. Ja. Super. Also den ganzen Weg zum Flur zurück. Tja, Leute, und mit sowas dürft ihr euch in diesem Spiel halt abärgern, wenn ihr die 100% machen wollt. Alles für die 100%. Bitte tut das nicht. Macht diesen Scheiß Homies einfach dann, nicht. Dann zeigen kann, ja. Man macht diesen Scheiß einfach nicht. Der Aufwand lohnt sich halt nicht. Wir machen das hier für euch, damit wir leiden müssen und ihr nicht. So, ganz unten rechts, sagtest du, ne? Jupp, genau. Genau, das heißt dann hier. Angela hat sich in Mephisto verliebt. Als nächstes Durio in der Prüfung, linke Halle. Gut, das heißt wieder zur Prüfungskammer zurückrennen. Und den Durio müssen wir zu Moline bringen. Die hatten wir ja vorhin erst. Okay, dann Leute, ihr macht das doch, aber macht das mit vierfacher Geschwindigkeit, dann geht's wesentlich schneller. Der PC-Port bietet euch das ja an, außer Abstürze, die habt ihr dann halt auch, aber ja, da muss man manchmal durch. Man macht eben das, was man sich zumuten kann. Genau, und da müssen wir wieder in den langen Gang, ne? In den Flur, genau. Ja. Zum Glück nah beieinander diesmal. Genau. Es müsste gleich links an der Tür sein. Das müsste sie Moline hier sein. Kommt gleich als erstes jetzt. Genau, hier. So, perfekt. Als nächstes Salamander. Ja. Warte mal, Salamander. Ja, der ist auch im selben Raum. Paar Schritte runter. Okay. Salamander. Wo Nummer bist 11 du? Ist Salamander. Hätte eigentlich hier schon sein müssen. Hier ist niemand. Der ist im Flur. Ah, nee, warte mal, das ist der zweite. Nee, warte mal, Salamander. Die Herzchen-Variante ist erst in der Astra-Kammer. Ich hab's sorry. So gewusst. Alles gut. Sowas gehört halt dazu. Aber dann wissen wir ja schon mal, wo wir den anderen hinbringen müssen. Also der ist dann in den langen Gang wieder. Im Flur ist dann Undine. Genau. Oder Undine. Und Undine hat uns ja abgezockt. Vorhin. So, und dann müsste Salamander das hier sein. Genau. Ja. So, wir haben es gleich geschafft, Leute. Gleich sind wir durch. Aber zum Glück ist dann der letzte im selben Raum. Sehr gut. So, Undine müsste ein Stückchen weiter unten sein. Zu schade, dass Wokka hier nicht mitmacht. Der hätte schon längst abgenommen. Ja, hier. Undine hat sich in Salamander verliebt. Gut, als nächstes ein bisschen weiter runter gehen. Und dann links ist dann Luna. Da ist Luna. Luna. Die Luna. Wäre mehr ein Name für eine Katze, aber okay. Ja.
Die müssen wir zu Sun-Sun bringen. Und Sun-Sun ist in der großen Halle. Das ganz links mittig. Das habe ich mir gedacht. Weil in der großen Halle müsste uns noch ein Affe fehlen. Ja, dann bauen die Affen ein riesiges Bordell auf und... Es kommen ganz viele Affenbabys raus und dann kannst du nie wieder hier hingehen. Ja, die Affen erobern dann seinen Kent und machen einen Bananenstaat raus. Ja, genau das. So, dann könnt ihr euren Bananenstaat haben. So, Luna. Wer passt zu Luna? Vermutlich macht Luna das mit Absicht, damit die Touristen verschwinden. Wir haben es geschafft. Die Paarungszeit der Affen ist zu Ende. Sie scheinen alle glücklich zu sein. Die Verliebten werden Familien gründen und sie werden diesen Ort als ihr Zuhause beschützen. Ja, also hat Luna zumindest nichts dagegen, wenn die Affen hier ihr Dasein fristen. Richtig, Tamasa-Seele haben wir gekriegt als Accessoire. Was bringt uns das denn? Lasst uns mal reingucken. Könnte sein, dass das ein gutes Accessoire ist. Zauberturbo und Todesschutz. Oh, Brudi, Zauberturbo. Das ist ja, sehr kleiner geil. Funfact ist benannt nach einer Stadt aus Final Fantasy VI, die mit Zauberern zu tun hatte. Gut, damit sind wir tatsächlich hier fertig. Wir haben Xenakent abgeschlossen. Ja. Wir haben den Affen Zucker gegeben. Richtig, der Affe hat seinen Zucker gekriegt. So, Leute, genug Affenzucker gegeben. Wir werden den Part an dieser Stelle hier beenden. Ah. Ja, und als nächsten Part besucht man einen Ort, wo weniger Primaten sich aufhalten. Nee, leider nicht. Wir müssen nach Kilika. Ach, schade. Aber keine Affensequenz. Wir müssen uns nur eine Sequenz angucken und dann sind wir durch. Leute, ich kann euch hier mal einen Tipp geben. Wir haben noch einiges in Kapitel 2 tatsächlich zu tun. So ein bisschen. Gut. Aber das war's von unserer Stelle. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Like das Video, abonniert Spongies und meinen Kanal. Spongies Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, Spongy, hast du noch was zu sagen? Ja, ziemlich affenmäßig dieser Part. Ja, die Affen haben uns den Rest gegeben. Gut. Ja. Oh, scheiße, gut, Leute. Das war's von uns. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Part wieder dabei und bis dann. Ja, jetzt erstmal eine Banane gönnen auf jeden Fall. Richtig. Banane gönnen, Alter.